Karitatives Handeln ist, glaube ich, auch immer eine der echtesten Formen des christlichen Dienstes. Und das geschieht natürlich in unserem Bistum strukturell und auch mit der Energie von vielen Menschen im Caritasverband, aber es geschieht auch durch viele andere Menschen, die in Gemeinden die Not erkennen und dann handeln. Da, wo Kirche lebt, gibt es immer auch den tätigen Dienst am Nächsten. Die glaubwürdigste und intensivste Art, sein Christsein zu bezeugen, ist, den Nächsten zu lieben und also Caritas auszuüben. Karitatives Handeln gehört bei der lokalen Kirchenentwicklung immer mit dazu. Karitatives Handeln ist gewissermaßen die Außenseite unserer Gottesbeziehung. Und wenn die fehlen würde, würde sich keine Kirche entwickeln können.